Die dem Apostel St. Andreas gewidmete Heilige Pfarrkirche ist der Wiederaufbau eines alten Gebäudes, wahrscheinlich gegen 1489. In ihr wurden früher Priester und höhere Geistliche begraben, deren man sich heute noch erinnert. Der aktuelle Kirchturm geht wahrscheinlich auf das Jahr 1872 zurück. Nach seinem Zusammenbruch auf ein angrenzendes Haus in der Nacht vom 6. Oktober 1819 wurde er erst Jahrzehnte später wieder aufgebaut. Seitdem wird ein großer Kirchweihfest zu Ehren der Madonna gefeiert. Das einfache und elegante Innere hat den Grundriss eines lateinischen Kreuzes. Der mit zahlreichen Kerzenständer geschmückte Hauptaltar aus Pietralicese, dem örtlichen Kalkgranitgestein, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Die Kirche ist mit wunderschönen Statuen von Heiligen und Madonnen dekoriert. Zahlreiche andere Statuen und Gemälde mit religiösen Motiven machen aus der Kirche ein Schmuckkästchen, das man wirklich entdecken sollte.